So, liebe Leute, ja, wie versprochen melde ich mich zurück und diesmal mit etwas ganz was Schönem. Ich habe über eBay einen OE333 ersteigern können von Loewe Opta und als wäre das nicht noch genug gewesen, waren in diesem Angebot sogar noch eine originale Glasbatterie oder ein Akku dabei und eben eine alte Anodenbatterie, Kopfhörer natürlich auch. Ja, ich hatte euch ja schon mal die 3NF-Röhre vorgestellt. Ich kann das Video auch nochmal in der Beschreibung verlinken, dann könnt ihr euch das da noch anschauen. Auf diese Röhre gehe ich jetzt direkt nicht weiter ein, weil ich sie in dem Video schon erklärt habe. Aber der OE333 ist quasi der Pionier des Rundfunks gewesen. Ja, er war, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, eigentlich nur für Ortssender gedacht, also für sehr nahe Sender und kostete damals, also anno 1926 war das, 39,50 Mark und das war für die damaligen Verhältnisse einfach sehr ausschlaggebend dafür, dass sich mehr Leute ein Radio oder sagen wir mal ein Rundfunkgerät zugelegt haben. Denn die damaligen Geräte kosteten zwischen 200 und 700 Reichsmark, was sich damals halt nur gut Betuchte oder besser Betuchte leisten konnten. Der OE333 hingegen hat knapp 40 Reichsmark nur gekostet, was auch für einen Arbeiter erschwinglich war. Jetzt muss man natürlich noch fairerweise dazu sagen, dass selbst auch, wenn man jetzt zu Hause keinen Strom hatte, es gab eine Netzanode dafür, also ein Netzgerät, mit dem man den betreiben konnte, auch von Loewe Opta. Die meisten haben es aber eben mit Akku und Batterie betrieben. Also das ist der Heizakku und das ist die Anodenbatterie. Und wenn man sich noch einen Lautsprecher dazu gekauft hat, also jetzt nicht unbedingt mit Kopfhörer gehört hat, sondern einen Lautsprecher dazu gekauft hat, den Akku und die Batterie, dann kamen da trotzdem gut und gerne 100 Reichsmark zusammen. Da den damals aber quasi jeder haben wollte, weil er eben erschwinglich war, haben das eben einige gemacht. Ja, also das Gerät ist in einem sehr schönen Zustand. Das Einzige, was war, dass der Schalter hier oxidiert war. Da musste ich die Kontakte abschleifen. Also nicht komplett abschleifen, aber halt eben die Oxidation abschleifen. Und ja, funktioniert auch wieder einwandfrei. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Das Herzstück bildet natürlich eben die Röhre, die 3NF. Kurz gesagt, das sind drei Röhrensysteme, drei Triodensysteme, direkt geheizt in einem Glaskolben. Und alle Widerstände, die zum Betrieb notwendig sind, und Koppelkondensatoren sind in dieser Röhre mit eingebaut, nochmal separat in Glas eingeschweißt. Also da halten auch die Papierkondensatoren sehr gut. Und diese Röhre, dadurch, dass sie halt mehrere Systeme ineinander vereint, man nur eine Betriebsspannung anlegt, ein Signal reinschickt, ein verstärktes Signal rauskriegt, gilt diese Röhre quasi als erster integrierter Schaltkreis der Welt. Der Preis setzte sich natürlich auch dadurch zusammen, dass er relativ einfach gebaut war. Also im Grunde haben wir hier nur einen Schalter, der nur die Heizspannung ausschaltet. Die Anodenspannung bleibt ständig angeschlossen. Wir haben einen Schalter, wir haben die Röhre drin, einen Quetschkondensator ist es und die Spulen, die für den Empfang sorgen. Mehr ist da nicht drin, außer ein paar Drähten. Und ein Widerstand, glaube ich, ist unten noch drin. Die Röhre war zwar sehr aufwendig herzustellen, dadurch, dass das Gerät aber in der Konstruktion relativ einfach gehalten werden konnte, war der Preis so weit senkbar, dass er sich trotzdem gut verkauft hat und mit Gewinn sich vor allem verkauft hat. Auch wenn zeitweise der Prozess dann nicht unbedingt mit Schritt halten konnte, aber schlussendlich hatte es ja dann doch geklappt. Ja,
Dieses Radio hatte entscheidend dazu beigetragen, dass sich der Rundfunk in Deutschland etabliert hat. Und deswegen ist er auch gerade so geschichtsträchtig. Alleine nur der OE333, sagen wir jetzt mal, wenn noch eine intakte 3NF-Röhre dabei ist, dann kosten diese Geräte schon, also nur der Empfänger eben, gut und gerne mal 500 Euro in gutem Zustand. Darum bin ich eigentlich sehr froh, dass ich den relativ günstig gekriegt habe in dieser ganzen Konstellation und er trotzdem in einem sehr guten Zustand ist. Es sind übrigens auch, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich die hingelegt habe, da oben liegen die. Es sind noch zwei Ersatzspulen dabei, also was heißt Ersatzspulen, halt mit anderen Windungszahlen für andere Frequenzen, die ich einstecken kann in den OE333. Und ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ach ja, genau. Wie funktioniert das ganze System nun? Klar, Betriebsspannung anschließen, Kopfhörer anschließen und dann konnte man, je nachdem, welche Spulen man eingesteckt hat, über den Drehkondensator hier eben in einem gewissen Frequenzband hin und her gehen. Dann ist diese Spule ist schwenkbar, die äußere. Die ist aber nur deswegen schwenkbar, weil das eine Art Lautstärkenkopplung ist. Also je nachdem, also so ist quasi komplett laut und wenn ich die Spule wegschwenke, ist es leise. Das Ganze funktioniert tatsächlich relativ gut ohne Antenne, auch wenn unser Netz und unser Äther mittlerweile sehr verseucht ist, vor allem auf Mittel- und Langwelle. Funktioniert das relativ gut ohne Antenne. Man konnte aber auch hier an dieser Buchse einen Antennendraht anschließen oder die Antenne, wenn man eine Hochantenne oder sowas im Haus hatte. Oder auf der anderen Seite der Spule ist auch nochmal eine Buchse, wo man dann die Erdung anschließen konnte. Also zum Beispiel an der Heizung, am Heizkörper, den man hatte oder an einem Wasserrohr. Genau. Also das Gerät ist in einem sehr schönen Zustand, wie ich finde. Und wenn wir das hier mal abstecken, den Kopfhörer, also ein ganz einfacher Kopfhörer, mit der sehr hochohmig ist, ich glaube so 2000 Ohm hat er. Und wenn wir uns das Gerät mal anschauen, also hier drehe ich es mal um, kann man es von der Seite erkennen. Da kann man auch nochmal die beiden Anschlüsse ganz gut erkennen, an der Schwenkspule eben, die man in beide Richtungen schwenken kann. Und man kann eben die Spulen auch abstecken und für einen anderen Wellenbereich eben eine andere Spule einstecken. Dasselbe kann man auch mit der anderen Kopplungsspule machen. Also üblicherweise hat diese Spule eine sehr hohe Windungszahl, während die an dem Schwenker eine sehr niedrige Windungszahl hat. Ich habe hier, das sind alles nur Spulen mit sehr niedrigen Windungszahlen, das ist die höchste mit 150 Windungen, dann die beiden haben nur 20 und 75 und die hier hat 300 Windungen. Deswegen lasse ich die einfach mal angesteckt, stecke dann wieder eine Spule drauf. So, genau, die Röhre selbst ist bajonettartig eingesteckt, also man muss sie leicht runterdrücken, bisschen drehen. Und dann kann man sie eben herausnehmen aus diesem Sockel. Und der Sockel hat hier drin Federbleche zusammen mit dieser Bajonettfassung. Und die Federbleche drücken unten an die Pins von der Röhre dran. So. Hier ist der Anschluss für den Lautsprecher. Manchmal steht hier auch Telefon mit dran. Steht eben schon Lautsprecher dran, Plus und Minus, also da musste man auch die Polung dann beachten. Ansonsten gibt es eine Rückkopplung, das hört sich nicht schön an. Und ja, das Gerät selbst, ich könnte es jetzt schon aufschrauben, das dauert aber recht lang. Das Gerät selbst wurde über 1 Million Mal produziert, weil es sich eben so gut verkauft hat. Heute gibt es aber nicht mehr besonders viele davon. Ja, ist ja klar, irgendwann gab es bessere Rundfunkempfänger, da hat man das olle Ding eben weggeschmissen. War
damals eben so. Macht man ja heute eigentlich nicht anders. Wenn was Neues kommt, entsorgt man das Alte. Manchmal. Ich nicht. Und diese Geräte haben eine fortlaufende Nummer. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich habe nämlich ein Foto gemacht von dieser Nummer, die bei mir drin ist, dass ich da jetzt keinen Blödsinn erzähle. Genau. Die Nummer, die bei mir drin ist, ist 10.708. Also kann man sagen, es ist einer der ersten, wenn man die Zahl auf 1 Million sieht, einer der ersten produzierten Empfänger, also Nummer 10.708 eben, wurden fortlaufend nummeriert. Im Internet habe ich welche gesehen mit ab 12.000, also da war er schon ganz stolz. Jetzt bin ich natürlich umso stolzer, dass ich hier Nummer 10.000 habe. Im 10.000er Bereich, ja, genau. Also ein sehr schönes und geschichtsträchtiges Gerät. Ich werde dafür einen Teil meiner Vitrine ausräumen, damit das Gerät einen schönen Platz bekommt. Und ja, jetzt wollen wir uns noch das anschauen, dem relativ wenig Beobachtung immer geschenkt wird. Wenn wir es schon mal da haben, dann können wir das natürlich auch gleich machen. Und zwar den beiden Batterien, die hier dabei sind. Der Akku selbst, wenn ich den hier mal abstecke, die sind übrigens original, diese Anschlüsse. Dann machen wir den da mal weg da. So. Und dann zoome ich da mal ein bisschen näher hin, dass wir uns den da anschauen können. So. So. Leider ist er nicht mehr in einem so guten Zustand. Ich könnte ihn natürlich auch befüllen. Ich lasse ihn aber so, wie es ist, weil ist eben so. Wir haben hier einen Tragegriff. Da kann ich den jetzt nur leider nicht mehr hochnehmen, weil auf der anderen Seite ist hier das Glas ausgebrochen. Ich meine, klar, für ein über 100 Jahren oder knapp über 100 Jahren, ja, knapp fast 100 Jahren alten Akku ist das eigentlich sehr gut. Was da drin ist, sind die, ich weiß nicht, war das Zink oder war das Eisen? Ich glaube, es war Eisen. Die Platten, die haben sich zerlegt, also die sind wegoxidiert. Das kann man auch sehen. Hier, wenn ich den umkippe, dann kommen da die ganzen Brösel raus. Lasse ich einfach so, wie es ist. Weil, wenn ich ihn anschließen will, was ich übrigens auch schon getan habe, deswegen weiß ich, dass er sehr gut funktioniert, dann kann ich das mit Netzteilen machen. Oder ich bastel mir eben mal Batterie zusammen, nehme eine eigene Batterie. Die Heizspannung beträgt übrigens 4 Volt von der Röhre. Und das hat dieser Akku eben geliefert. 4 Volt bei 0,3 Ampere, glaube ich. 0,34 Ampere oder sowas war das. Genau, also auch ein sehr schönes Teil, sowas mal hier zu haben. Sehr dickes Glas und unglaublich schwer. Ja, den tue ich jetzt mal auf die Seite, damit wir ein bisschen mehr Platz haben für die wunderbare, wie ich immer finde, wunderschönen Anodenbatterien. Kann ich jetzt hier auch mal wieder abstecken, den Empfänger. Die funktioniert natürlich nicht mehr. Ich habe das nur fürs Bild jetzt mal da angesteckt. Ja, diese Petrix-Batterien. Petrix war übrigens der Vorgänger von Warta. Sieht man auch später bei den alten Batterien. Ich hole mal kurz ein. Ich habe da, glaube ich, einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Das hier ist eine neuere Petrix-Batterie. Da kann man schon erkennen, mit diesem Pfeil hier, die Firma Warta, die da aus der Petrix-Manufaktur eben entstanden ist. Das sind alles Trockenbatterien. Und diese Kästen, also es ist unglaublich schwer tatsächlich, dieser Kasten, hat ungefähr ein bisschen mehr als ein DIN A5-Blatt. Was das Teil hat. Und früher war das alles zu hier, überall wo hier jetzt diese Löcher sind. Und man konnte das dann entweder ausstanzen oder man hat einfach,
auf gut Glück hineingesteckt, eben durch die Pappe durch. Da wo die Anschlüsse sind, ist das Papier etwas dünner. Da konnte man dann durchstecken, je nachdem, welche Spannungen man gebraucht hat. Üblicherweise waren die großen Nummern hier, die 21 gehört noch mit dazu, die großen Nummern hier, die Anodenspannung, die man dort angesteckt hat, und die kleinen Nummern hier an der Seite bildeten die Gittervorspannungen, respektive Gittervorspannungen, die benötigt wurden. Bei der 3NF-Röhre sind es laut Anschluss, glaube ich, einmal 7,5 Volt und einmal 6 Volt. Ja, genau, 7,5 und 6 Volt, also hier die beiden Dinger. Was man früher bei diesen Batterien gemacht hat, war, dass man die... wie war denn das noch gleich? Es steht ja hier auch drauf. Genau, man hat die höchste Gitter, also wenn man das Teil bekommen hat und sein Gerät angeschlossen hat, hat man die höchste Gittervorspannung genommen und angeschlossen und die niedrigste Anodenspannung, bei der das Gerät noch funktioniert hat. Und erst wenn die Batterien immer leerer und leerer wurden, also sich verbraucht haben, dann ist man mit der Anodenspannung hochgegangen. Also nur mit der Anodenspannung. Und wenn man dann am Anschlag war, deswegen sind hier die drei auch ausgestanzt, weil man den OE333 eben zuerst an 80 Volt, dann an 100 Volt und dann an 120 Volt angeschlossen hat. Erst wenn man hier angelangt war, dann ist man mit den Gittervorspannungen runtergegangen. Genau. Also eben sieht man hier auch vorher, dass hier bei 18 Volt... einmal bei 13,5 und einmal bei 18 Volt angesteckt und dann ist er immer weiter runtergegangen bis zu 4,5 und 3 Volt, wo das Teil anscheinend dann noch einigermaßen funktioniert hat. Ja, genau. Die Anleitung für die Anschlüsse steht hier auch noch auf der Batterie drauf, hat man heute auch nicht mehr, dass man die Anleitung auf der Batterie drauf hat. Da zoome ich für euch einmal kurz hin, dass ihr das da auch mal lesen könnt, was da drauf steht. So, könnt ihr euch das mal kurz durchlesen, während ich ein bisschen weiter laber, oder ihr drückt kurz auf Pause und lest es euch durch. Ja, also auch sehr schön, das ganze Teil. Wir haben solche Teile bei uns im Museum, klar, aber ich finde es schön, jetzt auch mal so ein Teil selber in den Händen zu halten und bei mir passend zu dem Empfänger dann aufstellen zu können. Ich hatte so eine Batterie mal offen gesehen und diese Batterien hatten, wenn ich mich recht entsinne, quasi ganz viele kleine Batterien, die in Reihe geschaltet waren. Die kleinen Batterien hatten ungefähr die Größe einer AA-Batterie. Und die waren alle in Reihe, sind alle in Reihe geschaltet und haben eben zwischendurch diese entsprechenden Steckabgriffe, wo man dann eben diese Buchse eingesteckt hat. Natürlich konnte man diese Petrix-Batterien oder diese Anodenbatterien jetzt nicht nur für den OE333 hernehmen, sondern es gab ja auch noch andere Batterieempfänger, die auch mit diesen Batterien gelaufen sind. Die gab es bis in die 60er, 70er Jahre hinein. Nagelt mich da jetzt nicht fest, irgendwie sowas um den Dreh. Bis dahin wurden diese Batterien hergestellt. Wie gesagt, die hier ist neueren Datums, die kommt aus einem Gerät, das 62 gebaut wurde. Die hat allerdings nur 90 Volt. Und ja, also die wurden sehr lang hergestellt, diese Batterien. Finde ich optisch auch sehr ansprechende Teile. Ich meine, klar, die mussten ja natürlich auch optisch ansprechend sein, weil... die standen natürlich bei dir im Wohnzimmer, ne? Also musste das ja irgendwie auch einigermaßen hübsch ausschauen. Na? Ja, also ein sehr schönes Konvolut, was hier ist. Ein sehr geschichtsträchtiger Empfänger. Und in die Videobeschreibung werde ich noch ein Bild packen. Da könnt ihr also einen Link zu einem Bild, wo ihr die Röhre mal leuchten sehen könnt. Mangels Trichter-Lautsprecher kann ich leider hier jetzt keine Vorführung machen.
Ich muss mal schauen, ob vielleicht kriege ich irgendwann nochmal einen Trichter-Lautsprecher an die Angel. Dann kann ich ja nochmal ein Add-on-Video dazu machen. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr euch irgendwelche Fragen, Anregungen oder so habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr wollt, lasst ein Abo, lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Felis.